Immer mehr Menschen brauchen immer mehr Nahrungsmittel. Deshalb muss die Nahrungsmittelproduktion bis zum Jahre 2050 nahezu verdoppelt werden. Um dieses Ziel trotz Klimaänderung und Verknappung von Ressourcen zu erreichen, werden innovative Strategien benötigt, um die Ernteerträge nachhaltig zu steigern. Im Exzellenzcluster C+, einem international führenden Zentrum für Pflanzenwissenschaften, forschen fast 50 Arbeitsgruppen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der Universität zu Köln, des Max-Planck-Instituts für Pflanzenzüchtungsforschung und des Forschungszentrums Jülich gemeinsam an dem Ziel, die wissenschaftlichen Grundlagen für zukunftsorientierte Nahrungs-, Futter- und Energiepflanzen zu schaffen. Die Forscherinnen und Forscher des Clusters C+ entschlüsseln Pflanzenmerkmale, die den Ertrag und die Nutzung von Ressourcen beeinflussen. Ein Forschungsaspekt: Wie können wir die Leistungsfähigkeit von Pflanzen steigern? Die Pflanze Miscanthus zum Beispiel wächst in wenigen Monaten bis zu 4 Meter hoch. Diese Produktivität ist unter anderem auf eine sehr effiziente Art der Photosynthese zurückzuführen, die sogenannte C4-Photosynthese. Würden mehr der weltweit angebauten Nutzpflanzen wie beispielsweise Reis diese Turboform der herkömmlichen C3-Photosynthese nutzen, könnte die Produktivität bei gleichem Ressourcenbedarf um etwa 30% gesteigert werden. Die Unterschiede zwischen C3- und C4-Pflanzen lassen sich schon unter dem Mikroskop erkennen. Den C+-Forscherinnen und Forschern ist es gelungen, die Gene zu identifizieren, die für den Blattaufbau und somit für die Art der Photosynthese relevant sind. Darüber hinaus werden die im Blatt ablaufenden biochemischen Prozesse in der clustereigenen Massenspektrometrie-Plattform untersucht. Die erhaltenen Daten werden durch die theoretisch arbeitenden Gruppen des Clusters in Modellen umgesetzt. Dadurch können die C+-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam simulieren, wie sich C3-Pflanzen im Laufe der Evolution zu C4-Pflanzen entwickelt haben. Anhand von Modellen können wir genaue Aussagen darüber treffen, welche evolutionären Schritte nacheinander passieren mussten und somit Experimente präziser planen. Darüber hinaus bekommen wir ein besseres Verständnis über das Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Ein weiterer Forschungsansatz zur Ertragssteigerung ist die Ein- und Mehrjährigkeit, also die Lebensstrategie von Pflanzen. Mehrjährige Pflanzen können im Frühjahr schnell an Größe und Biomasse gewinnen, da ihre Wurzeln bereits vom Vorjahr ausgebildet sind und sie auf gespeicherte Nährstoffe zurückgreifen können. Darüber hinaus schützen die überdauernden Wurzeln den Boden vor Erosion. Die Mehrzahl der aktuell angebauten Nutzpflanzen ist jedoch einjährig. Veränderungen dieser Eigenschaften erfordern genaue Kenntnis der pflanzlichen Gene und Genome. C+ ist es gelungen, mehrere Genome von ein- und mehrjährigen Pflanzen zu entschlüsseln und zu vergleichen. Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse vom Labor ins Freiland zu überprüfen, werden auch Nutzpflanzen mit neuesten biostatistischen und quantitativen Methoden analysiert. Durch den Vergleich von Sequenzdaten können wir Gene identifizieren, die die Ein- oder Mehrjährigkeit kontrollieren. Diese Gene untersuchen wir dann zunächst in Modellpflanzen wie Arabidopsis thaliana, die eine einjährige Pflanze ist, oder Arabis alpina, die mehrjährig ist. In einem zweiten Schritt übertragen wir die Ergebnisse auf Kulturpflanzen, wie zum Beispiel die Gerste, an der meine Arbeitsgruppe forscht. Ein weiterer Ansatzpunkt, um die Effizienz von Pflanzen zu steigern, ist das sogenannte Mikrobiom, das die Gesamtheit aller Mikroorganismen beschreibt, die an und in den Blättern und Wurzeln einer Pflanze leben. Genau damit beschäftigt sich Dr. Ruben Garrido-Oter, der in der C+-Graduiertenschule promoviert hat. Plants associate with very complex communities of bacteria and fungi that have an impact in their health and fitness. So our research goal is to understand how these communities are formed and how do they interact with the plant. And in order to do so, we have isolated the majority of the microbiota members that associate with Arabidopsis thaliana so that we can reconstruct synthetic communities in the laboratory. Aber auch die Pflanzen selbst verfügen über verschiedenste Schutzmechanismen. So produzieren sie eine ganze Reihe von Stoffen, die als Fraßschutz dienen, ein weiterer Forschungsaspekt des Clusters.
C-Plus-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysieren auch den Einfluss von Mikroorganismen auf Pflanzen, zum Beispiel auf die Gerste. Mithilfe von hochmodernen bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanztomographie kann die dreidimensionale Struktur und die Entwicklung der Wurzel während des Wachstums mit verschiedenen Mikroorganismen analysiert werden. In den letzten 5 Jahren, in denen wir in C-Plus zusammenarbeiten, haben wir schon enorm viel erreicht. Über 300 gemeinsame Publikationen ist, denke ich, auch im internationalen Vergleich ein ganz herausragender Wert. Darüber hinaus, und darauf möchte ich besonders Wert legen, haben wir sehr viele exzellente Nachwuchswissenschaftler ausgebildet, die nun an andere Institutionen gehen, in andere Länder gehen und dort die Pflanzenwissenschaften voranbringen werden. Im Rahmen des Clusters wurde gemeinsam von den beiden Universitäten Düsseldorf und Köln deutschlandweit der erste Studiengang in quantitativer Biologie eingerichtet. In der C-Plus Graduate School und im C-Plus Postdoc-Programm werden Doktoranden und Postdoktoranden durch ein umfangreiches Weiterbildungsangebot optimal auf ihre Karriere vorbereitet. Einmal im Monat treffen sich alle Mitglieder des Clusters zum gemeinsamen wissenschaftlichen und sozialen Austausch. Für Eltern bietet der Cluster bei allen Veranstaltungen eine Kinderbetreuung an. Durch die intensive, interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Clustermitglieder fördert der Cluster Synergien, um das ambitionierte Forschungsprogramm erfolgreich umzusetzen. In Zukunft werden wir in C-Plus dem wissenschaftlichen Nachwuchs noch bessere Möglichkeiten eröffnen, zum Beispiel durch neuartige Studiengänge und durch unabhängige Nachwuchsgruppen. In der Forschung werden wir uns noch stärker auf die Anpassungsfähigkeit von Pflanzen an sich verändernde Umweltbedingungen spezialisieren. Und dabei kommen uns natürlich die neuartigen Möglichkeiten, die sich durch synthetische Biologie ergeben und die sich durch die Genomeditierung zum Beispiel mit CRISPR-Cas9 ergeben, zugute. Die C-Plus-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ihrem Ziel, der Erforschung komplexer Pflanzenmerkmale, einen Schritt näher gekommen und leisten so gemeinsam einen Beitrag zu einer nachhaltigen Ernährungssicherung.